Erziehung ist darauf zu richten, die Kinder zur Liebe zu ihrem sozialistischen Vaterland, der DDR, zu erziehen. Nach DDR-Recht ist staatskonforme Kindererziehung oberste Elternpflicht. Doch verweigern sich Eltern dem System, kann der Staat ihnen die Kinder wegnehmen und von linientreuen Genossen adoptieren lassen. Der Unrechtsstaat DDR hat Familien auseinandergerissen und zerstört. Die Narben der Vergangenheit tragen die Menschen noch heute. Ja, herzlich willkommen, liebe Zuschauer bei Planet Wissen. Genau das musste unser heutiger Gast erleben. Katrin Bär wurde als Vierjährige zur Zwangsadoption freigegeben. Und ich freue mich sehr, dass Sie heute bei uns sind und uns Ihre Geschichte erzählen. Herzlich willkommen, Katrin Bär. Dankeschön für die Einladung. Freue mich sehr. Kann man denn sagen, dass die DDR Ihnen durch diese Zwangsadoption Ihre Kindheit gestohlen hat? Ja, also das würde ich ganz kurz und bündig mit Ja beantworten. Also zumindest einen ganz, ganz wichtigen Teil. Mhm. 4 Jahre waren Sie alt. Sie haben davor mit Ihrer Mutter und mit Ihrem Bruder in Gera gelebt. Mhm. An was können Sie sich da noch erinnern? Wie war Ihr Leben? Ja, ganz normal. Wenn die Mama arbeiten gewesen ist, dann sind wir halt zur Oma. Die hat uns dann halt mitbetreut. Oder eben der Onkel, also was der Bruder der Mutter ist. Und ja, im Kindergarten, wenn die Mama dann mal frei hatte, dann waren wir halt auch zu Hause. Also nicht unbedingt Kindergarten. Mhm. Ja, also ganz normal Familienleben, Wochenende, wo die ganze Familie zusammenkommt, wo man gemeinsam isst, wo man gemeinsam spielt. Also normale Dinge halt. Schön, klingt ja. Das. Ja. Was hat Ihre Mutter gearbeitet? Na, sie hat dann zwischendurch immer mal aus Kellnerin gearbeitet. Und ansonsten war sie, glaube ich, Weberin. Mhm. Mhm. Ich glaube, man kann sagen, Ihre Mutter hatte es nicht leicht, hat sich aber trotzdem immer gut um Sie und Ihren Bruder gekümmert. In ihrer Erinnerung, und sie stand aber trotzdem, weil sie eben kein konformes Leben hatte, unter dauernder staatlicher Beobachtung. Und eines frühen Morgens im Februar 1972 kam dann der Schicksalsschlag. Davon gibt es natürlich keine Bilder, aber wir haben das nachgestellt. Machen Sie die Tür auf! Meine Mutter ist heute unerbittlich, ich erkenne sie kaum wieder. Sie ist so ganz anders als sonst, das macht mir Angst. Aber noch viel mehr tut es der Lärm an der Tür. Machen Sie die Tür auf! Schimpft der Mann auf meine Mutter ein. Einer der Männer fordert, dass wir uns verabschieden sollen. Er ist richtig ungeduldig. Was soll das heißen? Auf Wiedersehen. Mir wird Angst und Bange. Mein Herz rast. Zugleich fühle ich mich wie erstarrt. Ich habe Angst, tiefe Angst. Um nichts in der Welt will ich meine Mama verlieren. Ist zwar nur nachgespielt, aber geht einem trotzdem sehr zu Herzen. Ihre Mutter hat Ihnen damals versprochen, heute Abend sehen wir uns wieder. War das auch so? Nein, das war leider nicht so. Sie dachte aber, dass es so sein wird, weil sie halt schon öfters zur Klärung eines Sachverhaltes vorgeladen worden ist. Und sie halt immer wieder abends nach Hause kam. Mhm. Aber an dem Tag war das leider dann nicht mehr so. Wo waren Sie dann? Wir waren kurzzeitig bei der Oma und sind dann halt etwas später dann ins Heim gebracht worden. Sie und Ihr Bruder, der war damals 7 Jahre alt. Und schon bald kam der erste Adoptionsversuch. Da wurden Sie in eine Familie vermittelt. Wo kamen Sie hin? Also ich kam so, also das war ein älteres Ehepaar, Hausmeister-Ehepaar. Und ich glaube, das war jetzt nicht unbedingt ein Adoptionsversuch, sondern eher eine Geschwistertrennung, dass man das gemacht hatte. Weil diese Familie wird auch gar nicht groß, sagen wir so, erwähnt, außer einmal erster Versuch missglückt. Mhm, ja, aber ich denke wirklich, weil die hat gar keinen Platz. Also das war eine 1,5-Zimmer-Wohnung. Wie lange waren Sie da? Also ich glaube eine Nacht. Und warum nur so kurz? So. Ja, reicht ja aus, um Geschwister zu trennen. Also das wissen Sie heute, dass das wahrscheinlich der Hintergrund war. Ja. Haben Sie gesagt, Sie wollen zurück? Oder? Na, die Frau war, also die Leute waren sehr nett, muss ich dazu sagen. Ja, so. Und die haben dann gesagt, du willst bestimmt wieder zurück. Und dann habe ich halt gesagt, ja. Und außerdem wartet ja meine Mama. Wenn die kommt, dann weiß sie ja nicht, wo ich bin.
Und so. Dann sind Sie wieder in das Heim zurück? Genau. Da war aber Ihre Mutter nicht? Nein. Und Ihr Bruder? Der war auch nicht mehr da. Ach, und deswegen vermuten Sie heute, dass das Absicht war? Und wo war der dann? Der ist in ein anderes Kinderheim gekommen. Ja, Sie waren damals 4, Sie konnten das ja überhaupt nicht durchschauen. Wie haben Sie sich gefühlt? Naja, das ist, also als Kind überlegt man natürlich so, oh, warst du jetzt so böse, dass jetzt alle weggehen? Oder was ist jetzt, man kann das selber gar nicht so beschreiben. Also ich weiß heute noch, wenn manchmal so die Erinnerungen zurückkommen, dass das also ein sehr großes Ohnmachtsgefühl ist. Ne? Man versteht es auch nicht. Das ist ja das und keiner erklärt sein. Ja, über ein Jahr waren Sie im Heim. Nee, fast 2 Jahre. Fast 2 Jahre. Mhm. Wie erinnern Sie sich an diese Zeit? Wie war das da? Ich habe viele Sachen da verdrängt, muss ich sagen. Einen Teil habe ich halt beschrieben, dass man eben dann immer eine Erzieherin war, die besonders mich nicht leiden konnte, auch dann immer schimpfte, ich bin Kind einer Staatsverräterin und ich hatte gar keine Ahnung gehabt, was ist jetzt ein Kind einer Staatsverräterin? Nein. Hörte sich schlimm an, also ich habe gemerkt, in der Aussage und wie sie das betont, es muss irgendwas Schlimmes sein. Hab halt sehr viel geweint, dann hat sie halt immer so eine Gruppendynamik dann, sagen wir so, hervorgelockt, ja, so nach dem Motto, komm mal, die Katrin ist eine Holzhuse. Und klar, und Kinder können dann auch sehr grausam sein. Die wissen natürlich nicht, was sie da machen, ja, so. Aber es war ganz, ganz schlimm, muss ich sagen. Hat man da Freunde im Heim? Also ich kann mich jetzt nicht dran erinnern. Also ich hatte jetzt vor kurzem mal einen Anruf von jemandem, die mein Buch gelesen hatte und sagte, Mensch, Frau B., ich war genau zur gleichen Zeit wie Sie im Heim. Und das war so, also einmal so, wow, ganz toll. Und gleichzeitig hatte ich ganz große Panik. Oh Gott, jetzt gehen irgendwelche Fenster auf, die bisher immer noch zu waren. Und so war es dann auch. Ach so, das ist ja unter Umständen manchmal ganz gut, wenn man sich nicht an alles erinnert. Ja, ja. Aber also natürlich war es überraschend. Mhm. Aber ich muss sagen, so im Nachhinein war es trotzdem gut, dass diese Türen aufgegangen sind. Mhm. Sie haben da noch sehr, sehr viel rausgefunden im Nachhinein. Das werden Sie uns ja in dieser Sendung alles erzählen. Sie wurden mit Ihrem Bruder zusammen der Mutter weggenommen. Mhm. Und Sie haben ja dann auch rausgefunden, dass Sie keine Einzelfälle waren, dass das kein Einzelschicksal war. Von Zwangsadoptionen waren in der DDR vor allem 2 Gruppen betroffen. Die Familien von Republikflüchtigen und, wie im Fall von Katrins Mutter, sogenannte Asoziale. In der DDR wurden Kinder aus politischen Gründen von ihren Eltern getrennt. Das beweisen Dokumente von DDR-Behörden, die nach der Wende gefunden wurden. Denn das Ziel der SED war es, Kinder zu sozialistischen Persönlichkeiten zu erziehen. Oft berief sich die Behörde dabei auf § 249 des Strafgesetzbuches der DDR. Danach wurde mit bis zu 2 Jahren Gefängnis bestraft, wer die öffentliche Ordnung und Sicherheit durch eine asoziale Lebensweise beeinträchtigt. Ein Gummiparagraf, denn was asozial bedeutete, war Auslegungssache der Mächtigen. Etwa 130.000 Menschen sollen nach diesem asozialen Paragraf in der DDR verurteilt worden sein. Die Kinder der Regimekritiker kamen in Heime, zu Familienangehörigen oder wurden zur Adoption freigegeben. In wenigen bisher bekannten Fällen nahmen die Ämter den Müttern die Kinder heimlich nach der Geburt weg. Wie viele politisch begründete Zwangsadoptionen es wirklich gab, ist kaum zu erforschen. Man weiß nur, dass zwischen 1950 und 1991 in der DDR 75.000 Kinder adoptiert wurden. Bei etwa 9% der Fälle waren die Eltern nicht mit der Adoption einverstanden. Das sind insgesamt etwa 7.000 Adoptionen. Aus welchen Gründen diese 7.000 Menschen nicht mit der Adoption einverstanden waren, das weiß man bis heute nicht genau. Zwangsadoption war sicher ein Grund, aber da gibt es noch viel Forschungsbedarf. Auch Ihre Mutter, Frau Pehr, ist über diesen sogenannten asozialen Paragraphen verurteilt worden. Sie hatte der Adoption nicht zugestimmt, trotzdem lief das Adoptionsverfahren und es stand ein 2. Versuch für Sie an nach dem Hausmeister-Ehepaar. Wo kamen Sie diesmal hin? Dann kam ich zu einer alleinstehenden Kinderärztin. Die muss wohl auch Genossin gewesen sein. Und mit der sind wir damals, also mit der bin ich damals zusammen nach Gadebusch gezogen. Und also laut der Akte ist auch ganz interessant, hätte die mich schon ganz, ganz viel immer bei sich zu Hause gehabt. Aber ich
kann mich da überhaupt nicht dran erinnern. Also, da waren Sie 5, 6? Ja, ja, also war, ich muss selber überlegen, das war dann 72, das war im Sommer 73. Also ich bin dann fast 6 geworden. So, und ich habe keine Ahnung. Also, an was erinnern Sie sich? Wie war es bei ihr, in Ihrer Erinnerung? Die war sehr modern eingerichtet. Ganz viele Bücher hatte die. Und die hatte dann auch irgendwie, ja, also ich habe bis dato noch nie in einer Neubauwohnung. Also das war halt nur ein Balkon, das war also total fremd. Ich habe halt immer im Altbau irgendwo gewohnt und mit Ihnen gehabt. So? Wie ja. war die Verbindung? Oder war da eine? Na, die war ganz nett, sage ich mal so, aber also ich sage mal so, die war ganz nett im Vergleich zu der Heimatzieherin. Ja. Sagen wir mal so. Da war eine, die Ihnen zu schaffen gemacht hat. Ja, da war eine, die war wirklich, die hat mir das echt das Leben zur Hölle gemacht. So. Und ansonsten ist es, glaube ich, ganz, ganz viel auch verdrängt, was diese Frau betrifft. Also ich habe da heute noch so ein paar Macken. Aber interessanterweise hat sich jemand gemeldet gehabt. Die hatte meine Geschichte gelesen und hat gesagt, ich glaube, ich kenne sie. Sie oder diese Ärztin? Nee, also sowohl als auch. Mhm. Die hat gesagt, ich bin der Meinung, dass sie diese kleine Katrin von damals sind. Und die hatte mir dann ein bisschen noch was erzählt aus dieser Zeit. Das war total irre. Ja. Ja. Wie lange waren Sie bei dieser Ärztin? Ging das gut? Vierteljahr. Nein, nein, das ging nicht gut. Also da war so eine Episode, musste Buttermilch trinken. Und das ist, also ich mag es heute noch nicht so, dieses flockige Aussehen. Und die war halt sehr auf Pumpernickel und alles sowas Gesundes so irgendwie. Und da war das halt so gewesen, ich sollte es schon trinken. Und sie bringt in der Zeit den Koffer runter. Wir wollten ein paar Tage in Urlaub fahren. Und ganz, wollte ich halt auch eine Freude machen, habe das halt auch getrunken und habe dann sogar den Stuhl rangezogen und dann das Glas abgespült und abgetrocknet und weggestellt, worauf ich natürlich nicht geachtet habe, die Spüle noch auszuspülen, ja, sodass da eben nicht die Milchflecke sind. Und die kam halt hoch und hat eben nur diese Flecke da von der restlichen Milch dann in der Spüle gesehen und hat gedacht, ich habe es weggekippt. Und hatte mir so eine geklebt, dass ich erstmal da durch die kalbe Küche geflogen bin und dann durfte ich als Kompott noch ein Glas trinken. Und da hat sie aber auch gemerkt, dass, also, ne, und sie sagte auch, du willst zurück. Und habe ich gesagt, ja. Als Sie dann wieder zurückgekommen sind ins Heim, gab es eine große Überraschung für Sie. Ihre Oma war da. Wie genau. war das? Das war wirklich so, boah, alles vorbei. Jetzt endlich, jetzt ist der böse Traum ist zu Ende. Und endlich ist alles wieder so, wie es sein soll. Ja? Mhm. Familie ist wieder da. Und ich glaube, ich habe also alles geschworen. Ich bin ganz lieb, ich mach alles. Ja? Nur nicht wieder das Gleiche irgendwo wiederholen. So. Mhm. Und dann sind wir halt zusammen spazieren gegangen. Durften Sie mit ihr mitgehen? Ja, so. Und das war schon ein bisschen komisch, weil ich dachte so, wie immer, ne, so, komm, Köfferchen packen und jetzt geht's los. So. Und dann ist sie halt ganze Weile auch spazieren gegangen mit mir. War mir aber total fremd geworden, war ganz ernst, gar nicht so herzlich und so. Und dann, als wir dann wieder so zurückgelaufen sind, dann zum Heim, dann dachte ich so, ja, und dann hat sie es dann aber auch gemerkt und hat dann das eben gesagt, ne? Die Mama ist im Gefängnis und alte Familie ist vorbei. Und ich glaube, ich bin dann so wie so ein Klammeräffchen bei ihr dann rangesprungen und habe mich da festgeklammert. Und aber wieso konnten Sie nicht bei Ihrer Oma bleiben? Wollte die das nicht? Also es gibt da so Unterlagen in der Akte, wo drin steht halt, dass die Oma sich jetzt auch verabschiedet hat von mir. So. Und also da steht nichts drin, also da ist die Oma sich verweigert. Also da ist, da steht auch keine Frage drin, ob man sie gefragt hat. Ja. Ja, so. Ich weiß nur, sie hatte einen älteren Mann, der pflegebedürftig war, aber und dadurch, dass der Bruder zur Oma Kontakt hatte, was ich aber ja nicht wusste, hat man auch richtig drauf gedrungen, den Kontakt mit mir komplett zu kappen, sodass dann gar kein Kontakt mehr stattfindet. Und darüber gibt es dann Kommentare. Ja. Damals war die Situation für Sie nicht durchschaubar. Es gab dann auch schnell eine neue Familie, die sich für Sie interessiert hat. Ja. Die neue Mutter war Lehrerin und Parteisekretärin der SED und damit vermeintlich prädestiniert, die wilde Katrin zu zähmen und sie im Sinne des Ministeriums zur Volksbildung staatskonform, so sagte man ja, zu erziehen. Dieses Ministerium war ebenfalls zuständig für Adoptionen und es wurde geleitet von Margot Honecker. Margot Feist, so ihr Geburtsname, kommt 1927 in Halle zur Welt. Erich Honecker lernt sie in der FDJ kennen. 1953 heiraten sie. 10 Jahre später wird sie Mitglied des Zentralkomitees der SED und Ministerin für Volksbildung.
Sie wirkt maßgeblich am Gesetz über das einheitliche sozialistische Bildungssystem mit. Im sogenannten Blauen Buch legt sie fest, dass Kinder von klein auf zu sozialistischen Staatsbürgern zu erziehen seien. Nach der Wende beginnen Ermittlungen gegen sie wegen Zwangsadoption. Doch direkte Anweisungen von ihr an die Jugendhilfe lassen sich nicht nachweisen. Ich fühle mich sehr von Ihnen belästigt. Unbehelligt reist sie 1992 nach Chile aus. Auch der Leiter der Jugendhilfe im Volksbildungsministerium und Honeckers rechte Hand, Eberhard Mannschatt, sagt, Zwangsadoption habe es in der DDR nicht gegeben. Für ihn ging es darum, einen jungen Menschen, der der Hilfe bedarf, in keiner Lage allein zu lassen. Keiner der Verantwortlichen kann nach der Wende wegen Zwangsadoptionen vor Gericht gestellt werden. Der Grund? Im Einigungsvertrag wird das DDR-Recht anerkannt. Die Täter haben demnach keine Gesetze gebrochen. Ausnahme sind die Todesschüsse an der Mauer. Sie werden als schwere Menschenrechtsverletzungen gewertet, Zwangsadoptionen nicht. Zwangsadoptionen hat es also nicht gegeben, meint zumindest Margot Honecker. Was sagen Sie dazu? Juristisch gesehen ist die Aussage richtig. Das Familiengesetzbuch der DDR hat das hergegeben. Mhm. Und da das, sagen wir mal, so nicht bemängelt worden ist beim Einigungsvertrag, sind die Gesetze damals halt bindend gewesen. Und damit war diese Handhabung da. Was aber moralisch gesehen. Katrin Bär dazu. Natürlich. Und da muss ich sagen, da reden wir nicht von ein paar Hansels, sondern da sind wir schon bei einer ganz höheren Zahl. Mhm. Ja, also definitiv. Hat es also sehr wohl gegeben und hat auch schwerwiegendste Folgen für diese Menschen und ihre Familien. Wie die DDR mit ihrer Propaganda die Situation sah, dazu haben wir für Sie noch einen Originalausschnitt aus dem DDR-Staatsfernsehen. 20 Kinder im Alter bis zu 3 Jahren, die kein Zuhause haben, finden hier eine neue Heimstatt. Die Eltern ließen sie beim Verrat an unsere Republik zurück. Unser Staat wird ihnen Vater und Mutter ersetzen. Ja, das ist unglaublich. Der Staat soll Vater und Mutter ersetzen. So war die Einstellung des Ministeriums für Jugendhilfe der DDR. Wir haben Sie gefragt, wie Sie das sehen, wie das bei Ihnen ankommt. Das haben wir Sie auf Facebook gefragt. Und wir haben viele Antworten bekommen, hier 2, die uns erreicht haben. Heike Groh schreibt, wenn Kinder absolut vernachlässigt werden und die Eltern nicht für sie sorgen können, aber was die ehemalige DDR gemacht hat, ist verwerflich. Also sie meint, wenn Kinder, die vernachlässigt werden, dann darf der Staat vielleicht das Kind von den Eltern trennen, aber nicht so. Sebastian Krömke schreibt, nur des Kritisierens wegen wurden mit Sicherheit keine Kinder aus ihren Familien gerissen, kann ich mir nicht vorstellen. Es gab auch Eltern, die in den Westen geflüchtet sind und ihre Kinder zurückließen. Ganz verschiedene Antworten. Frau Bär, was sagen Sie dazu? Ja gut, bei der zweiten Antwort ist natürlich auch, man muss immer wieder sagen, deswegen ist, glaube ich, ganz viel, dass ich immer für die Öffentlichkeitsarbeit auch mache. Ja? Das sind natürlich Aussagen jetzt von dem Sebastian, weil ja einfach auch, ich möchte jetzt da einfach nur Unwissenheit ist das. Mhm. Ja? Man muss sich wirklich mit dem Thema näher beschäftigen. Es hat sehr wohl ausgereicht, eben Bemerkungen zu machen. Im Fall meiner Mutter war das zum Beispiel die Aussage, wenn das weiter so geht, das haue ich auch ab. Ja, das war die Aussage. Und das hat sie mal gesagt? Das hat sie gesagt, also ne, bevor die Verhaftung war. Galt sie als potenzieller Republikflüchtling. Genau so. Und, und bei den anderen ist jetzt natürlich, die Eltern haben ihre Kinder, denn die jetzt geflüchtet sind, haben die jetzt die nicht einfach irgendwo liegen gelassen. Natürlich gibt es immer die berühmten Ausnahmen, wo auch sowas passiert ist. Ja? Aber die meisten Fälle, die mir zumindest bekannt sind, da sind die Kinder halt bei Familienangehörigen oder Freunden geblieben, ja? Bis man dann irgendwo eine Wiedervereinigung, also Entschuldigung, Familientreffen, wieder Zusammenführung machen kann. Ja? So, und das kann man also nicht immer alles so pauschal auch sagen. Ja, und leider ist es eben auch wirklich viel Unwissenheit, weil viele Dinge einfach auch bis heute nicht erforscht und bekannt sind. Wir freuen uns immer, wenn Sie uns schreiben. Vielen Dank für Ihre vielen Zuschriften und teilen Sie sich weiter bitte an den Diskussionen zu unseren Sendungen. Freuen wir uns jederzeit. Sie haben dann noch mal eine Chance bekommen auf eine neue Familie. Wie hat das geklappt? Ja, am Anfang ganz gut. Ja, so, also ich wusste ja von der Oma,
Das ist natürlich eine Sache, die unbewusst eine Rolle mitspielt, weil die Oma gesagt hat, also du kriegst jetzt noch einen Versuch, geh mit der nächsten Familie mit. Wenn du das nicht tust, dann musst du für immer im Heim bleiben. Ach, das hat ihm die Oma Das hat mir die gesagt. Oma schon gesagt. Und, ja, und das war, wie gesagt, auch ganz hart. Und als dann diese neuen Pflegeeltern kamen, war eben natürlich die eine Erzieherin auch wieder da, und die dann auch mich noch abpasste und sagte, ne, denk dran, wenn du wieder kommst, dann bleibst du für immer hier. So, na, was macht denn dann ein Kind? Es will, dass es klappt. Das will, dass es klappt. Ja. Und es ordnet sich unter und es gibt alles auf, was von irgendwo ein bisschen Seele noch da ist. Mhm. Und das verkauft seine Seele. Nur damit man nicht mit dieser Frau wieder in Berührung kommt. Hätte mir natürlich einer gesagt, ich komme ja irgendwann dann in ein anderes Heim. Ja, weiß ich nicht damals, ob ich dann froh gewesen wäre. Heute muss ich sagen, bin ich sehr froh, dass ich in keinem Heim aufgewachsen bin. Ja. Ja. Sie kamen dann in diese Familie, ja, und haben sich eingefügt, ja, und wurden dann 1974 eingeschult. An ihrem ersten Schultag ist Katrin stolz und froh, einen neuen Abschnitt ihres Lebens beginnen zu können. Obwohl die Adoption noch nicht offiziell ist, spricht die Lehrerin sie bereits mit ihrem neuen Familiennamen an. Während eines Urlaubs hat Katrin ihre neue Mutter endlich einmal nur für sich. Sonst immer gestresst, ist ihre Adoptivmutter jetzt ungewöhnlich entspannt. Beide kommen sich näher. Allmählich lässt das tief verwurzelte Misstrauen in Katrin nach. Ein großer Tag in ihrem Leben ist auch die offizielle Aufnahme bei den Jungpionieren. Endlich fühlt sie sich gleichrangig und gehört dazu. Ihr Außenseiter-Dasein scheint beendet. Süß sahen Sie aus. Was hat Ihnen das bedeutet, diese Aufnahme bei den Jungpionieren? Also im Vergleich zum Heim, sagen wir mal so, war ich ja das Kind einer Staatsverräterin. Das heißt, also ich war so auch ein bisschen was Ausgestoßenes. Und bei den Pionieren war das erstmal so, alle gehörten dazu. Und ich gehörte auch dazu. Ja, und das war natürlich für mich erstmal so eine Zugehörigkeit, die sehr wichtig war, dass man nicht irgendwo das Gefühl hat, Mensch, irgendwo hast du einen Makel hier. Ja, so. Also das erste Mal ein Zusammengehörigkeitsgefühl, ja, Zugehörigkeitsgefühl? Ja, ja, ja. Also man merkt es dann, ne? So, wenn man dann mal so zurückdenkt, auch ja, da habe ich mich wohl gefühlt, das hat geklappt, das hat gepasst. Und ja, aber klar, als Kind denkt man jetzt noch nicht so, ich gehöre hier, ne, so Zusammengehörigkeit. Man weiß nur, man gehört dazu. Ja, und man ist jetzt nicht, fühlt sich gut an. Ja, ja. Während Sie also als stolze Jungpionierin das erste Mal das Gefühl von Zugehörigkeit empfinden, beschäftigt Mitte der 70er Jahre das Thema Zwangsadoption auch die Politik in BRD und DDR. Der Spiegel löst mit dem Titel Kinderraub der DDR ein innerdeutsches Erdbeben aus. Durch den Artikel wird klar, es handelt sich nicht nur um einen Fall. Und es kommt heraus, dass schon lange Anwälte im Auftrag der Bundesrepublik und der Kirchen die DDR zur Herausgabe von Kindern drängen. Doch anders als beim Häftlingsfreikauf ist das Bemühen zum Scheitern verurteilt. Ich konnte nur sagen, bitteschön, die Eltern hängen aber noch an dem Kind und möchten es gerne zurückhaben. Und das Kind will auch gar nicht bei seinen Adoptiveltern bleiben. Das kam mir im Einzelnen vor. Und darum ist es menschlich, dass ihr die Kinder rausgebt. Das konnte ich sagen, mehr konnte ich nicht sagen. Ich konnte ja nicht sagen, das Gesetz der DDR ist illegal. Das war in dieser Verhandlung eine Position, die konnte ich nicht einnehmen. Die war ja völlig irreal, nicht? In der DDR galten nun mal die DDR-Gesetze, davon musste ich ausgehen. Im Fall von Zwangsadoptionen sieht die Bundesregierung keinen Verhandlungsspielraum. Kein bundesdeutscher Politiker wagt, diese bittere Tatsache auszusprechen. Der äußere Schein wird jedoch gewahrt, auch vom Bundeskanzler Helmut Schmidt. Wir müssen protestieren. Wir müssen, wenn es sich um Menschen handelt, wo die Eltern bei uns leben und die Kinder drüben, alles versuchen, um die Familien wieder zusammenzubringen. Das gelingt auch in sehr vielen Fällen, nicht nur gegenüber der DDR, auch gegenüber anderen Staaten. Aber es wäre ganz absurd zu meinen, man könnte den Berlin-Verkehr darunter leiden lassen. Auch auf der wichtigen KSZE-Konferenz in Helsinki 1973 kommt das Thema nicht auf den Verhandlungstisch. Wie wird sich die Konferenz auf das Verhältnis der beiden deutschen Staaten auswirken? Günstig, denke ich.
Während drinnen über andere Menschenrechtsfragen diskutiert wird, haben sich vor den Türen Mütter festgekettet, um für die Herausgabe ihrer Kinder zu kämpfen. Sie hoffen, durch den friedlichen Protest genügend politischen Druck zu erzeugen. Ohne Erfolg. Noch 2 Jahre nach dem Statement von Kanzler Schmidt streitet sein zuständiger Minister ab, dass es Zwangsadoptionen aus politischen Gründen gibt. Meine Damen und Herren, ich sage Ihnen es noch einmal, bringen Sie mir Fälle, bei denen das ganz klar auf der Hand liegt und wir gehen jeden einzelnen Fall nach. Lassen Sie dieses Thema lieber ruhen, denn da kommen Sie nicht weiter. Um die deutsche Entspannungspolitik nicht zu gefährden, verschwinden so die Kinderschicksale wieder aus der öffentlichen Diskussion. Ja, sehr traurig. Das Thema Zwangsadoption wird in den 70ern einfach unter den Teppich gekehrt. Erst 1991 beschäftigt sich wieder eine Clearingstelle in Berlin damit. Es werden nämlich Akten von den Fällen gefunden, die der Spiegel damals Mitte der 70er veröffentlicht hatte. Die Clearingstelle sollte untersuchen, ob es noch mehr Fälle von Zwangsadoptionen gab. Und wir schalten jetzt nach Berlin und sprechen mit der damaligen Leiterin dieser Clearingstelle, Elke Kannenberg. Guten Tag, Frau Kannenberg. Guten Tag nach Dortmund. Ich grüße Sie ganz herzlich. Bei Zwangsadoptionen hatten Sie damals hauptsächlich mit Menschen zu tun, die wie Katrin Bärs Mutter nach diesem sogenannten asozialen Paragraphen verurteilt worden waren. Warum wurden diese meist sehr jungen Mütter damals genau verurteilt? Naja, das war eine besondere Erscheinung, die wir plötzlich bemerkten. Ich kannte natürlich den Begriff der Zwangsadoption. Ich war ja viele Jahre Leiterin der zentralen Adoptionsstelle in Berlin. Ich hatte den Spiegelartikel gelesen. Was ich gelernt habe durch die Clearingstelle, und das waren dann die Mütter, die wirklich zu uns kamen, viele Mütter, die zu uns kamen, war dieser asozialen Paragraph, so nannte man ihn in der DDR, der berühmt-berüchtigte Paragraph 249 des Strafgesetzbuches, der Mütter verurteilte, wenn sie nicht, ich sag's mal salopp, funktionierten. Das heißt, wenn sie arbeiten, nicht so arbeiten gingen, wie es erwünscht war, wenn sie häufig fehlten, wenn sie überhaupt die Arbeit vernachlässigten, wenn sie aus dem Arbeitsleben heraus fielen und, wie das im Gesetz heißt, keine geregelten Einkünfte hatten, dann konnte der Staat die Mütter zu Haftstrafen verurteilen. Das war in der Tat eine ganz einmalige, für mich völlig neue Erkenntnis. Und wir wurden von Frauen, fast nur von Frauen, weniger von Männern, aufgesucht, die berichteten, dass sie aufgrund dieses Paragraphen 249 Strafgesetzbuch zu Haftstrafen verurteilt wurden und im Zuge dieser Verurteilungen ihre Kinder verloren. Wir hatten es mit Frauen zu tun, die meist alleinstehend waren, 1, 2, 3, 4 Kinder zu versorgen hatten und den großen Ansprüchen, die Gesellschaft an sie stellte, nämlich regelmäßig ständig arbeiten zu gehen, meist auch im Schichtdienst, trotz der Betreuung der Kinder in Kindertagesstätten, diesen Aufgaben nicht gewachsen waren. Entschuldigen Sie, wenn ich Sie unterbreche. Sie haben dann in Ihrem Abschlussbericht von einem Teufelskreis gesprochen, in den diese Frauen geraten sind. Warum haben Sie das so genannt? Was war da das Schwierige für die? Ja, das Schwierige war, dass diese Verurteilungen nach dem Paragraphen dazu führten, dass die Mütter 2, im Extremfall sogar 5 Jahre von ihren Kindern getrennt wurden. Sie hatten keine Möglichkeit, Kontakt aus der Haftanstalt zu ihren Kindern zu halten. Die Einschätzung der Jugendbehörden war, das wird sowieso nichts mehr. Und man sah sich veranlasst, entweder die Mütter aufzufordern, die Unterschrift zur Adoption zu geben oder aber eine gerichtliche Entscheidung herbeizuführen. Das heißt, die Mütter hatten überhaupt keine Chance, ein Verhältnis zu ihren Kindern aufrecht zu erhalten. Wie haben Sie das empfunden, als Sie die Geschichte dieser Frauen damals gehört haben? Wie ist es Ihnen gegangen? Naja, ich war
ziemlich empört, muss ich sagen. Ich hatte mir eigentlich unter Zwangsadoption was anderes vorgestellt. Ich dachte an die Menschen, die geflüchtet waren und in der Hoffnung, die Hoffnung hatten, ihnen würden die Kinder nachgeschickt werden. Das hatte sich ja in vielen Fällen nicht, diese Hoffnung hatte sich nicht erfüllt. Etwas Beruhigung trat, glaube ich, ein, als der Spiegelartikel dann herauskam. Dann wurden diese Kinder in der Regel auch nachgeschickt. Es gab auch Fälle, wo die Kinder dann in die Bundesrepublik kamen. Keine Chance hatten die Mütter, die in den Haftanstalten waren. Die Verhältnisse in den Haftanstalten waren katastrophal. Sie hatten innerhalb von 4 Wochen einmal die Möglichkeit zu schreiben, irgendeinen Brief an eine Behörde, an Eltern oder an das Heim. Das konnte man sich dann aussuchen. Es gibt grausame Berichte über die Zustände in den Frauenhaftanstalten. Und wenn sie dann rauskamen, waren sie gebrochen. Das heißt, es war illusorisch, sich vorzustellen, Frauen, die das erlebt hatten, dass sie nun in der Lage sein würden, verantwortungsvoll, liebevoll für ihre Kinder zu sorgen, sie in ihren Haushalt zurückzubekommen. Sie hatten zwar offiziell ein Besuchsrecht, aber das wurde höchstens alle 3-4 Wochen gewährt. Wenn sie mehrere Kinder hatten, waren die Kinder in verschiedenen Heimen untergebracht. Auch da gab es keine Möglichkeit, das kontinuierlich die Beziehung wieder aufzubauen. Herzlichen Dank, Frau Kannenberg, dass Sie uns das so anschaulich geschildert haben. Herzlichen Dank nach Berlin. Ja, viele Hintergrundinformationen zum Thema Zwangsadoption in der DDR. Das ist ein sehr großes Thema. Da gibt es wirklich sehr viel darüber zu erzählen. Und wir haben immerhin auf unserer Internetseite viele Informationen für Sie zusammengestellt. Dort erfahren Sie unter anderem, warum es so schwierig ist, herauszufinden, wie viele Zwangsadoptionen es in der DDR tatsächlich gab. Das alles und mehr unter planet-wissen.de. Zurück zu unserem Studiogast Katrin Beer. Sie hatten ja zu diesem Zeitpunkt inzwischen, nun die dritte Familie, in die Sie gekommen waren, um eben als Adoptivkind dort bleiben zu können, hatten sich eingefügt, waren Jungpionierinnen, hatten das erste Mal Zusammengehörigkeitsgefühl erlebt, haben wir gehört. Dann kam aber ein einschneidendes Erlebnis. Die Adoptiveltern haben tatsächlich noch ein eigenes leibliches Kind bekommen. Einen Bruder haben sie bekommen. Wie war das? Also für mich toll. Weil große Schwester. Für mich war es so, den großen Bruder haben sie mir geklaut. Warum auch immer ich haben das dachte. Haben Sie den eigentlich jemals wiedergesehen damals? Ich habe zwischendurch noch mal, 2-3 Mal haben wir uns noch mal gesehen. Mhm. Ich dachte so, einen großen Bruder haben sie mir geklaut und einen kleinen krieg ich geschenkt. Und das war für mich immer mein Sonnenschein. Also das war immer... Keine Eifersuchtsprobleme, Nee. Also wir sind ja 10 Jahre auseinander, auch das ist ja eh was anderes. Und ich war auch sowieso die Ersatzmutter für ihn, weil ich halt mich sehr viel um ihn gekümmert habe oder so. Wie hat denn eigentlich Ihre Adoptivmutter mit Ihnen über Ihre Mutter gesprochen? Was haben Sie da so gehört oder erfahren über Ihre Herkunftsfamilie? Wir haben nur einmal über das Thema gesprochen und da war ich ungefähr so 12. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich weiß nur, es war in den Wintermonaten. Das war sich noch so, also vor Weihnachten eine Zeit und ich glaube 11 oder 12, ich weiß nicht genau so. Und da habe ich sie einfach mal gefragt, was ist denn eigentlich mit meiner Mama? Und habe natürlich überhaupt gar keinen Plan gehabt, was ich mit meiner Frage anstelle. So, ich meine, heute, wenn ich jetzt an ihrer Stelle gewesen wäre, wahrscheinlich hätte es mir auch die Worte... Was hat sie denn gesagt? Erstmal war sie total baff, und... war auch irgendwie so ein bisschen geschockt und dann so, die wollte lieber feiern gehen, als sich um euch zu kümmern. So, ich habe gesagt, ich war dann auch nicht ganz sicher, ob meine Erinnerungen dann auch immer richtig waren oder ob man vielleicht auch so ein Wunschdenken hat oder so. Die war natürlich nicht feiern, die hat ja als Kellnerin geholfen. Ist ja logisch, dass man da auch mal irgendwo mal nett mit jemandem zusammen redet oder vielleicht auch mal ein Gläschen zusammen. Und was hat damals dieser Satz mit Ihnen gemacht, als Sie das so gehört haben, so hingewischt? Das war ja die einzige Info, Das war die einzige Information. Also, ich war irgendwie so, erstmal habe ich mich also ganz schlecht gefühlt, wieso ich sowas fragen konnte, weil ich habe ja gemerkt, dass ich sie mit dieser Frage verletzt habe. Mhm. Wahrscheinlich hat sie erstmal dann mitgekriegt, Mensch, nach 4 Jahren, die denkt immer noch an sie. Wir haben ja nicht drüber geredet. Sie wusste ja nicht, dass ich jeden Tag an meine leibliche Mutter gedacht habe. Mhm. Jeden Tag? Jeden Tag. Und ganz schlimm, wenn ich mich unverstanden gefühlt habe. Ne? Mhm. So.
Und ja, ich meine, ich kann mir schon gut nachvorstellen, wie baff die da gewesen ist. Ja? Und für mich war nur so, nein, so hast du sie nicht in Erinnerung. Nein. Es gab ja dann irgendwann auch mal einen großen Streit mit ihrer Adoptivmutter, der fast zu einer Katastrophe geführt hätte. Was ist da passiert? Oh, da müssen wir jetzt auf den... Wo sie sich im Bad eingesperrt haben. Ja, ach, das war wieder so dieses Übliche, so zwischen Weihnachten und Silvester war das gewesen, immer so. Ich habe mir erlaubt, inzwischen, Fernsehen war ja nichts zu vergleichen mit heute, ja, dass man, egal wie viel Sender man durchzappt, auf irgendeinen findet man schon mal was. Es gab halt nur so DDR 1 und 2 und dann kam eben mal so zwischen Weihnachten und Silvester eben auch mal mehr Märchenfilme und das war natürlich auch, ich habe gerne Märchen gelesen überhaupt so, ne? So, das war irgendwie so ein Rückzugsort für mich, auch so eine Traumwelt. Und wieder war irgendwas zum Putzen. So, ne? Ich habe halt sie nicht gefragt, kann ich noch irgendwas machen? Ich war mit meiner Aufgabe fertig, die sie mir gegeben hatte, und hatte mich dann einfach ausgeruht und den Fernseher halt angemacht. Mhm. Ja, so. Und dann ist sie halt dann da reingestoßen, da in diese Stube. Und dann kannst du nicht mal fragen und so, ne? Immer so. Immer wieder diese permanenten Vorwürfe. Und man hat schon gemacht und getan und... Ja, und dann habe ich gedacht, also es ist nicht mal Weihnachten, es ist irgendwie so dieses Fest der Familie oder sowas. Mhm. Ja, also das Verhältnis hat sich zum Schlechten hin verändert. Mir war das auch am Anfang nicht bewusst, weil einfach vorher noch zwei alte Damen mit zu Hause gelebt haben, in dem Haus, wo ich daheim bin. Ja? Mhm. Und die haben natürlich viel bemuddelt. Das war dann wie meine Oma. Mhm. Ja? So, mach mal du. Ne? So, und eine alte Untermieterin, bei der, die hat auch immer gerne mal einen Kakao gemacht für mich. Das war irgendwie... Ich war immer beschäftigt auch. Ja. Man, es ist einem nicht so aufgefallen, dass die Adoptivmutter gar nicht so die Zeit hat. Ja? Mhm. So, und klar sind wir auch mal so im Frühjahr Blümchen sammeln gegangen, so, aber nicht wirklich viel haben wir zusammen gemacht. Ja? Also als Sie in dieses Alter gekommen sind, wo Sie einfach hinterfragt haben, wie Sie älter geworden sind, ist da immer mehr eigentlich der Entschluss gereift, dass Sie da weg wollen. Ja. Und das war nur nicht so einfach, denn dafür waren Sie dann doch noch zu jung. Von außen betrachtet lebt Katrin das Leben eines normalen jugendlichen Mädchens in der DDR. Urlaub an der Ostsee, Jugendweihe mit 15. Mit ganzem Herzen kümmert sie sich um ihren Adoptivbruder und beginnt mit 17 eine Ausbildung als Krankenpflegerin. Dann ist ein Mann in ihr Leben getreten. Wir machen jetzt mal einen Sprung. Olaf, glaube ich, hieß er. Und obwohl zumindest im Buch heißt er so. Ach, im Buch. Wir nennen ihn Olaf. Das ist ja ihr Leben. Da wollen wir sie gerne auch schützen. Und sie haben ihn ziemlich schnell geheiratet. Warum? Ja, also erstmal muss ich sagen, ich habe irgendwann erkannt, ich werde hier nie wegkommen. Ja. Und dann hatte eine Freundin von mir, das war so ein Anker. Ja, so. Und dann hatte die einen Freund kennengelernt und hat gedacht, okay, am besten einen, der von außen kommt, so, der jetzt nicht irgendwo den Ort halt kennt, ja, oder den meine Mutter als Lehrerin so kennt. Und dann war für mich so die einzige logische Erklärung, der erste beste Mann, der von weit weg kommt, den nehme ich. Ehrlich, so. Das haben Sie genauso geplant? Ja. So, und natürlich muss die Sympathie schon mit da sein, ja. So. Hat und ja auch geklappt. Und am Anfang konnte ich den gar nicht leiten, weil der war so... So dominant und so. Aber auf der anderen Seite war er eben auch für mich damals natürlich auch, sage ich mal so, auch mein Held, ja, der dann auch mal sich der Adoptivmutter gegenübergestellt hat und gesagt hat, hey, Katrin ist hier kein Aschenputtel, ja, und wenn ich jetzt da bin und wir mal eine Runde spazieren gehen, dann gehen wir eben mal eine Runde spazieren, ob das jetzt gefällt oder nicht, dann musst du eben Marlene abwaschen, ja, dann kannst du eben mal Kindermittagsschlaf machen. Und das war so, wow, ja, so. Also am Anfang fand ich die Dominanz dann blöd, dann fand ich sie wieder gut und dann, ja, fand ich sie dann auch wieder doof. Bald nach der Hochzeit kam dann Ihre Tochter und ein Jahr später ist die Mauer gefallen. Die Ereignisse haben sich überschlagen. Ja. Haben Sie, als die Mauer gefallen ist, jemals daran gedacht, Ihre Mutter wiederzufinden? War das ein Thema? Nein, also eigentlich gar nicht. Weil da habe ich auch gar nicht drüber nachgedacht. Also das war eigentlich eher ein dummer Zufall, wie das dann da drauf gekommen ist. Ja. Wie kam's? Naja, mein Sohn ist genau zur Wende entstanden und ich hatte halt ein genetisches Problem, was geklärt werden musste. Mhm. Das hatte ich damals bei der Tochter in der Schwangerschaft nicht angegeben. Dann habe ich halt Schimpfe gekriegt und beim nächsten Mal, aber bitte. Hm? Ja, und das haben wir dann halt gemacht und der kam dann halt und sagte dann, ja, brauchen wir Blut von Ihnen und der Mutter? Und ich sage, ja, das geht nicht, ich bin adoptiert. Und dann sagte der so, also ohne Nachdenken, wieso gehen Sie mal zum Jugendamt, da sind doch Ihre Akten. Der Arzt damals? Ja, so. Ach. Und viele Jahre später habe ich mich gefragt, woher der das wusste. Frage ich mich heute immer noch.
Vielleicht wusste er es einfach, oder? Oder vielleicht war er selber Adoptivvater. Man weiß. Ach so. Ach so. Keine Ahnung, aber interessant ist schon, dass ein Mediziner, der genetische Sachen blutmäßig untersucht, dass der wusste, was ein Jugendamt oder was beim Jugendamt liegt. Ja. Das fand ich schon... Mhm. Und haben Sie es getan? Ja, ich bin dann, also ich habe meine Adoptivmutter dann angerufen, hatte dann eine gute Ausrede. Also ich wollte sie ja auch nicht verletzen, ja, so. Ich meine, das ist als Kind ganz schwer, ja. Man ist neugierig, aber man möchte natürlich die Adoptiveltern auch nicht verletzen, weil sie haben ja doch auch ganz viel, auch wenn nicht immer alles so geklappt hat, wie es hätte sein sollen, aber sie haben sich Mühe gegeben, ja. Und auch wenn es für mich nicht das Beste war jetzt, so. Aber das haben wir als normale Eltern auch. Ja? Ich habe bei meinen Kindern auch nicht alles richtig gemacht. So. Ich sage immer, man macht es so gut, wie man gerade kann. Genau, ne? So. Und da hatte sie sich, also das fand ich auch toll, da hat sie sich auch wirklich also dann drum bemüht und hat gesagt, ich kümmere mich drum, Katrin. Mhm. Und dann hat sie mit angerufen, ja, und also wir können da hin und ja, so. Aber du müsstest dann mitkommen. So, ja, okay, dann bin ich da mit hin. Und ich war dann schon mit Kugelbauch, ja, so, und musste dann aber plötzlich draußen warten. Und das war so, am Anfang fand ich es ganz toll, weil ich wollte da irgendwie nicht rein. Aber irgendwann fand ich es auch nervig, weil da waren nämlich noch keine Bänke so zum Hinsetzen. Das war ja kurz nach der Wende, da war das noch nicht so. Und irgendwann kam sie raus mit einer älteren Dame. Und ich habe diese Frau mal angeguckt und gedacht, die kennst du. Ja, nun habe ich ja Krankenschwester gelernt. Ja, hätte ja auch sein können, dass man da ja jemanden kennt. Ja, und aber Sie haben sich in dem Moment noch nicht kennengelernt, ne? Nein. Sie haben sie nur gesehen? Nee, also da ging es nur um die Mitarbeiterin von der Jugendhilfe, ja. Das dachte ich schon gerade. Und dann sind wir weg und habe gesagt, jetzt weiß ich, wo ich dich kenne. Ich sagte, das war die, der damals bei der Verhaftung mit dabei war. So. Und dann... Und dann hat es natürlich auch Klick gemacht. Ja. Ja, ich habe 2007 meine Akte eingeschaut. Ja. Also das heißt, kontrolliert nur einsehen dürfen. Ja, Sie konnten das dann später alles rekapitulieren. Genau, und dann konnte ich da auch, und da war auch erkennbar, dass dann da steht 1990 Akte vernichten. Ja, also mit dem Wiedersehen ihrer Mutter, das mit dem Bluttest hat dann erstmal alles geklappt, aber bis sie ihre Mutter haben wir nicht gemacht, weil der Sohn hat es dann eiliger gehabt. Ach so, der kam dann auf die Welt. Gut, auf jeden Fall, ihre Mutter haben Sie nicht wiedergesehen zu diesem Moment. Nein, Sie haben dann auch Ihren Sohn bekommen und das Leben ging weiter. Ja. Aber Sie haben irgendwann einen Brief geschrieben. Was stand denn drin an Ihre Mutter? Also das war, ich weiß noch genau, das war nach Ostern gewesen, wo ich wieder so diese tiefe innere Traurigkeit hatte, die ich mir nie erklären konnte, woher die kommt. Und dann hatte ich halt einen Brief geschrieben, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich dich ansprechen soll und ich weiß nicht, ob du mich noch kennst oder ob du irgendwie mal an mich gedacht hast und habe dann halt geschrieben, dass ich verheiratet bin und zwei Kinder habe und ob sie denn Lust hätte, dass wir uns mal treffen. So, also das ist so, da war ein bisschen mehr noch, aber ich weiß nicht mehr alles. Ja. Ja, so. Es ist dann tatsächlich? Innerhalb von 2 Tagen kam Post zurück. Innerhalb von 2 Tagen? Ja, das war noch nicht mit E-Mails und sowas. Ja, und... Das ging dann schnell. Damals war natürlich auch keine Kamera dabei, aber auch das haben wir nachgestellt. Vor lauter Aufregung habe ich schon wieder vergessen, wie meine Mama jetzt mit Nachnamen heißt. Der Brief in meiner Hand ist inzwischen vollkommen zerknittert. Er trägt die Spuren meiner Aufregung während der gesamten Fahrt. In meinem Gedächtnis existiert kein Bild mehr von meiner Mama. Wie soll ich meine leibliche Mutter ansprechen? Bis jetzt habe ich jede direkte Anrede vermieden. Ich bringe dieses Wort noch nicht wieder über die Lippen. Ich kann sie nicht einfach Mama nennen, als hätten uns nicht 2 Jahrzehnte getrennt. Es ist ihre kluge Schlichtheit, die mich für sie einnimmt. Sie sagt zu mir, mach dir keine Sorgen. So wie du es möchtest, ist es richtig. Da haben Sie nach 20 Jahren Ihre Mutter wieder gesehen. Sie waren 24 Jahre alt. Wie war das? Das waren 19 Jahre, muss ich mir ganz schnell so, ich bin da immer ganz furchtbar pingelig. Es war irre. Also der Kopf war voll, das Herz war voll, gleichzeitig war alles leer. Und
Viele Jahre später ist mir das aufgefallen. Ich habe ihr beim Begrüßen, beim Umarmen, habe ich mit meiner Nase so bei ihr so am Hals und habe geschnuppert. Und ich weiß gar nicht, warum ich das gemacht habe. Ja, so, und irgendwann später fiel mir das dann mal ein, weil sie sagte, ja, du hast immer ganz oft so an dem Hals so geschmuselt. Ja, wenn ich dich oben auf dem Arm hatte, hast du da immer so reingeschmuselt. Ja, so, und dann hat sie mich ja auch gestillt. Also das waren so elementare Fragen, die mir das ganz toll wichtig sind. Mhm. Also zumindest für mich. Ja. Und deswegen war wahrscheinlich dieser, das muss irgendwo abgespeichert gewesen sein, ist der Geruch angedockt. Ja, weil ich sie, naja, ich hätte sie jetzt nicht, ich wäre an ihr vorbeigelaufen. Ja, ich meine, sie war sehr schwer krank, war schon sehr, sah für Anfang 40. War denn da ein Wiedererkennen? War da ein Gefühl? Also ich hätte sie, ja, vom Gefühl her, ja. Ja, ja, das war sofort da. Ja. Und das war wirklich so, ich war immer für jeden Moment dankbar, wo sie irgendwie ein Stückchen von sich zeigte. Mhm. Und wo ich gewusst habe, ich habe genau gewusst, dass sie so ist. Aber ja, also das wiedererkannt war, vom, nein, vom Aussehen her gar nicht. Nein, überhaupt nicht. Mhm. Also da hatte ich, das war wie weg. Sie haben ja dann versucht, diese beiden Familien zusammenzubringen. Ja. Ihre Herkunftsfamilie und ihre Adoptivfamilie. Ja. Sie lachen. Wie war das? Also der Gedanke, der Grundgedanke ist toll. Ja. Muss ich sagen, bei einigen Fällen soll es geklappt haben, aber in den meisten Fällen ist es wahrscheinlich eher unvorstellbar. Bei mir hat es also sicherlich schon geklappt. Das muss ich sagen, auch dank dem Adoptivvater. Immerhin der das waren auch, alle beide Seiten bereit, sich zu treffen. Ja. So. Mhm. Also na, die Adoptivmutter dann zwischendurch nicht mehr. So. Mhm. Also die wollte dann schon so, fahrt ihr doch alleine dahin und so. Und da hat ihm der Papa dann gesagt, nein, also komm, das geht um die Katrin und das ist wichtig für sie und jetzt fahren wir. Ja, und das war sehr angespannt und ich muss sagen, Gott sei Dank hatte ich zwei kleine Kinder, die ein bisschen... Haben sie abgelenkt. Ja. So, und, aber es ging natürlich dann leider dann irgendwie also total in die Hose bei der Verabschiedung. Also. Und als dann die Adoptivmutter sagte, haben wir nicht was Tolles aus der Katrin gemacht. Und, oh. Und dann habe ich nur gemerkt, meine Mama angeguckt, jetzt meine leibliche, ja, und habe nur gemerkt, oh, das kommt von ganz tief unten, oh, das kommt sowas von jetzt. Und ja. Also man konnte ihr das richtig ansehen. Und ihre Mutter hatte auch wirklich, wirklich harte Jahre hinter sich. Ja. Sie hatten ja dann Jahre später, der Kontakt war dann wieder abgebrochen, hatten sie Akteneinsicht. 2007 haben sie die beantragt und dort ist das Schicksal ihrer Mutter schwarz auf weiß dokumentiert. Im Hintergrund leistet der Staatsapparat bei der Trennung von Katrin und ihrer Familie ganze Arbeit. Obwohl Katrins Mutter niemals der Adoption zugestimmt hat, heißt es bereits ein halbes Jahr nach der Trennung von ihren Kindern. Laut Urteil des Kreisgerichtes Gera Stadt vom 30.08.72 wurde ihnen das Erziehungsrecht für ihre beiden Kinder Mirko und Katrin entzogen. Sollten sich keine geeigneten Pflegeeltern finden und sie ein geordnetes Leben führen, besteht die Möglichkeit der Rückübertragung des Erziehungsrechts. Eine nochmalige Aussprache mit ihnen erübrigt sich somit. Ein Beschluss vom Ministerium für Volksbildung und Jugendhilfe zerbricht zusätzlich alle Bindungen zur Oma. Wir können nicht abwarten, ob sie ihren Lebensstil völlig und dauerhaft ändern. Um den Kindern das Einleben in einer fremden Familie zu erleichtern, ist es notwendig, alle Kontakte zu den bisherigen Verwandten abzubrechen. Wir wissen, dass dies sehr hart für ihre Mutter ist, die wirklich an den Kindern hängt. Doch wir müssen nun einmal das tun, was im Interesse von Mirko und Katrin liegt. Katrins Mutter verbringt 7 Jahre in DDR-Gefängnissen. Zu Unrecht. Sie ist inzwischen strafrechtlich rehabilitiert. Sie haben noch im Flur des Amtsgebäudes Ihre Mutter angerufen mit dem Handy. Was haben Sie ihr gesagt, nachdem Sie das gelesen hatten? Ja, also ich habe ihr das gesagt, dass ich jetzt gerade da komme und war auch beruhigt, dass wirklich keine Unterschrift von ihr da war. Und wie das im Prinzip abgelaufen ist und habe mich bei ihr entschuldigt. Ja, dass ich, sie hat ja am Anfang schon 91 mir das gesagt, wie es war, aber... Sie dachten ja immer, Mensch, vielleicht wollte sie ja, vielleicht doch haben nicht doch wirklich, die Adoptiveltern recht, doch ja, so. Und das war dann so, ja. Und da habe ich mich auch dafür auch entschuldigt, für das, dass ich ihr nicht geglaubt habe. Und ihre Aussage war, ja, ich weiß, Kind, aber ich wusste, eines Tages wirst du es verstehen und dann ist es soweit. Und sie wollte tatsächlich, sie hat nie in die Adoption eingewilligt. Nein. Sie haben in dem Moment erfasst, was das für ein Unrecht war, das ihrer Mutter und auch Ihnen damit geschehen ist. Waren Sie wütend, wenn ja, auf wen? Wem haben Sie die Schuld gegeben? Also auf den, von dem Amt her, kann, weil das sind keine, also das sind Namen, sind Schallenrauch, ja. Also wo ich aber, muss ich sagen,
Ich war auf den Start, also nach wie vor noch, muss ich sagen, ja, so. Also alles das, was mir anerzogen worden ist, zudem, das war alles eine Lüge, das war alles ein Kartenhaus. Und deswegen habe ich gesagt, nee, also das machst du öffentlich, also das wird hier nicht unter den Teppich gefegt. Sie haben wirklich agiert, Sie sind sofort in die Offensive gegangen, weil Sie haben auch sehr schnell herausgefunden, dass Sie kein Einzelfall waren und Sie haben begonnen, anderen zu helfen, haben eine Art schwarzes Brett organisiert im Internet. Die Adresse dazu finden Sie auf unserer Internetseite planet-wissen.de. Sie wollten etwas ändern und Sie sind auf die Straße gegangen. Kinder, die ihre leiblichen Eltern nicht kennen. Eltern, die ihre Kinder nicht kennen. Noch 25 Jahre nach dem Mauerfall fühlen sie sich alleine gelassen und ignoriert von Politik und Behörden. Deshalb demonstrieren die Opfer der Zwangsadoption in der DDR für ihre Rechte. Es ist mir eine Herzenssache, heute hier zu sein und für Rehabilitierung, Anerkennung und Aufklärung zu demonstrieren. Die Leute wissen zu wenig drüber und beziehungsweise was sie zu erfahren kriegen, ist ziemlich wenig. Wir wollen, dass die Akten für uns zugänglich gemacht werden, dass die Kinder informiert werden über ihren Adoptionsstatus. Und dass wir auch vom Täter, die wir momentan sind, zum Opfer gemacht werden. Wir sind Opfer und keine Täter. Andreas Lake, Mitveranstalter der Demonstration, ist auch ein betroffener Vater. Ich habe 84 versucht, mit meiner damaligen Frau die DDR zu verlassen. Wir wurden inhaftiert. Während meiner Inhaftierung ist mein Junge auf die Welt gekommen, kam ins Kinderheim und anschließend zur Zwangsadoption. Nach dem Mauerfall beginnt er die fast aussichtslose Suche. Dann habe ich angefangen, die Kindergärten, die Schulen abzuklappern selber, habe im Internet recherchiert, ob ich eventuell unter dem Namen, unter Geburtsdatum, ich hatte ja keinen Nachweis über meinen Jungen, ich hatte keine Geburtsurkunde, kein Geburtsdatum und auch keinen Namen. Ich hatte überhaupt nichts, ich hatte nur ein einziges Bild und damit habe ich angefangen zu suchen im Prinzip. Für die betroffenen Eltern ist klar, ihnen wurde vom DDR-Staat Unrecht angetan. Die Kinder wurden ihnen entrissen oder sie wurden gezwungen, ihre Kinder abzugeben, galten sie doch in der DDR als Verräter am System. Katrin Bär konnte Andreas Lake mit ihren Kontakten helfen. Im Oktober 2013 findet er schließlich seinen Sohn. Das Gefühl kann man gar nicht beschreiben. Ich habe ja eigentlich ein kleines Kind gesucht und habe einen erwachsenen Mann gefunden. Katrin Bär weiß nur zu gut, wie schwer es ist, die eigene Geschichte aufzuarbeiten. Denn die Behörden rücken die Adoptionsakten aus Datenschutzgründen oft nicht raus. Inzwischen hat Katrin Bär eine Anlaufstelle eingerichtet in einem Büro der ehemaligen Stasi-Zentrale in Berlin-Lichtenberg. Außerdem können Eltern und Kinder einander über eine Plattform im Internet suchen. Dort sind aktuell über 320 Fälle von Zwangsadoption in der DDR registriert. Diese Woche hatten wir das zum Beispiel, hatte ich Streiffälle. Ja? Manchmal kommen ganz viele plötzlich, die sagen, ich bin jetzt hier die gesuchte Person. Und das ist jedes Mal total rührend, wenn ich dann die suchende Person anrufe und sage, hat sich jetzt gemeldet. Dank des Netzwerks war die Suche schon in fast 550 Fällen erfolgreich. Aber damit ist ihre Arbeit noch längst nicht zu Ende. Sie berät Betroffene und weiß aus ihrer langjährigen Erfahrung, dass das Wiederfinden oft nur der erste Schritt ist. Das Vermitteln ist die eine Sache, das Zueinanderfinden ist eine viel größere Schwierigkeit. Ja? So, das ist halt sehr, sehr schwierig. Also die Lebenswege sind nun mal, diese Gemeinsamkeit ist nun mal zerstört worden. Und das ist immer ein sehr langwieriger Weg. Die Kinder und die leiblichen Eltern haben sich in den Jahren und Jahrzehnten entfremdet oder wissen gar nichts voneinander. Zu diesem emotionalen Problem kommen oft noch rechtliche Schwierigkeiten, die eigene Akte überhaupt lesen zu dürfen. Katrin Bär und ihre Mitstreiter wollen, dass sich das ändert und dass die betroffenen Eltern rehabilitiert werden. Und sie fordern, dass das Thema Zwangsadoptionen endlich wissenschaftlich und historisch aufgearbeitet wird. Mhm.
tolles Engagement. Ich gratuliere Ihnen. Respekt, dass Sie da so viel dafür tun und auch ja viel erreichen. Trotzdem muss man sagen, viele, viele Familien haben sich nicht gefunden. Wo liegt das Hauptproblem? Warum haben sich so viele noch nicht gefunden? Ganz kurz, das erste ging nur, wenn man ganz viele Helfer hat. Das muss man immer, ohne diese Helfer funktioniert das alles gar aber nicht. Aber es braucht immer einen Motor. Ja, sicherlich, aber trotzdem, also das muss man immer sagen. Ne? So. Das Zweite, jetzt Ihre Frage, ist einfach das, es gibt keine Aufklärungspflicht über Adoption. Also heute macht man das anders bei den neuen Adoptionen, aber die Altadoption, jetzt ist so, wie das auch uns betrifft, gibt es keine Aufklärungspflicht. Das heißt, viele Kinder wissen vielleicht gar nicht, dass sie Zwangsadoptierte sind? Wissen wahrscheinlich nicht. Wenn die Eltern... Ja. Adoptiveltern es ihnen nicht gesagt haben. Genau. Und wenn es nicht aus Versehen mal, dass sie heiraten wollen, sage ich jetzt mal so, sagen, okay, ich brauche einen beglaubigten Geburtenregisterauszug vom Standesamt, dann sehen sie es nicht. Ja, so. Und die andere Seite, die Eltern, denen die Kinder genommen wurden, die können gar nicht suchen. Die dürfen nicht, nein. Es gibt ein Ausforschungs- und Offenbarungsverbot. Und manche Ämter sind schon sehr nett, manchmal helfen die schon mit, aber nicht immer. Es gibt keine gesetzliche Grundlage, es ist also immer auf das Wohlwollen der Mitarbeiter angewiesen. Ja. Und manchmal klappt es, aber manchmal halt nicht. Und dann gibt es das deutsche Archivrecht, dass man nur erst nach 60 Jahren Akteneinsicht nehmen kann und dann sind die leiblichen Eltern womöglich schon verstorben. Ja, als Adoptierter jetzt im gewissen Sinne habe ich schon jetzt das Recht zu gehen, aber ich habe nur so eine sogenannte kontrollierte Akteneinsicht und das ist ja eben das Dilemma, das ist halt diese Ungleichbehandlung im Vergleich zu Heimkindern, die können ihre Heimakte bekommen ohne geschwärzt. Ja, Stasi-Akte darf ich auch ungeschwärzt ansehen, ich kriege zwar die Kopien geschwärzt dann raus, aber ich darf zumindest, also es funktioniert alles und ich kann Ihnen versprechen, die meisten Adoptierten interessiert überhaupt nicht, was da für Namen von irgendwelchen Mitarbeitern drin steht. Die wollen nur die Geschichte und zwar so, wie sie wirklich ist und nicht nur ein Teil, sondern komplett, was ist da alles dokumentiert worden. Also viele, viele Hürden, wenn man es wirklich schaffen will. Ja. Sie machen aber auf mich trotzdem einen taffen Eindruck, einen angekommenen Eindruck. Haben Sie da mit Ihrer Geschichte, sage ich jetzt mal pathetisch, Ihren Seelenfrieden gefunden? Also ich habe sie zumindest akzeptiert und habe sie als mein Schicksal angenommen. Und ich bin auch dankbar dafür, weil ich dadurch gewachsen bin. Mhm. Aber ich möchte sowas nie wieder erleben müssen. Nie wieder. Und ich wünsche auch niemanden, sowas überhaupt erleben zu müssen. Aber ohne dem würde ich heute nicht hier stehen und würde sagen, das ist Unrecht gewesen. Und ich will das aufklären und will ganz vielen helfen. Und deswegen bin ich wiederum dankbar dafür. Mhm. Ja, dass man, weil sonst wäre ich, glaube ich, nicht hier. Wie viele Familien haben Sie schon zusammengeführt, ungefähr? Ich kann es Ihnen gar nicht mehr sagen. Am Anfang habe ich immer gezählt, aber das ist immer die sind immer drauf, die Zahlen dahinter. Mhm. Ich kann es Ihnen jetzt gar aber nicht Hunderte sagen. Aber Hunderte bestimmt, oder? Ja, über 500 hatten wir. Über 500, toll. Da haben Sie viele Menschen sehr, sehr glücklich gemacht. Das hoffe ich, weil meistens ist immer das eine, ist das Kennenlernen das eine. Ja, sicher, dann ist die Frage, wie es ausgeht. Aber wenigstens hat man erstmal die Gewissheit und weiß einfach, was war. Ich danke Ihnen ganz herzlich für den Besuch bei uns. Kathrin Behr, alles Gute für Sie und Ihre Familie. Dankeschön, tolle Ihnen Frau. Auch. Vielen Dank. Und Sie sind ein tolles Publikum, wie immer. Liebe Zuschauer, danke, das war Planet Wissen. Bis bald, tschüss. Ja.